Leute, willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 14. Heute geht es gegen Chelsea in der Champions League. Ich glaube, zu Hause auch. Aber bevor wir jetzt irgendwas machen, erstmal die Ausstellung ändern. Ich würde sagen, wir lassen die zwei Stürmer da vorne. Sprich, Parker und Lasogga. Wir spielen heute mit Mali, der im letzten Spiel nochmal kam und hat eine Flanke geschlagen, die war zuckersüß. Und dann hat leider der Schein das Ganze nicht ausgenutzt und hatte einfach mal voll gegen die Latte geköpft. Auch schön zu sehen. Alles im Spiel gegen Hannover. Ich glaube, wo wir die Chancen auswerten, nicht so pralle hatten. José Mourinho lobt vorm starken Zimling. Ja, auf jeden Fall kennt er den. Ja, Zimling ist ein Vorzeigeprofi seines Vereins. Ja. Auf den seine Spieler sehr aufpassen müssen. Wahrscheinlich hat er gesehen, ja, okay, der hat gerade im letzten Spiel super gespielt, obwohl die no Bewertung von dem überhaupt nicht gerade so toll war. Er hat genau das, was man als Spieler braucht. Wir werden sehr auf ihn aufpassen müssen, da er gerade gute Form ist. Das können wir eventuell sogar bestätigen, oder? Teamrang. Nee, nee, der ist nur auf der 5. Der ist nur auf der 5. Ah, Mali ist gerade nicht so in Form. Also wer so in Form ist, ist gerade auf jeden Fall Baumgartlinger, Baumgart und Lasogga. Oder? Naja, da gibt es auf jeden Fall noch andere, die besser sind. Diekmeyer zum Beispiel, der ist super. Bisher habe ich wahrscheinlich am meisten mit dem gespielt oder mit Horn. Ich glaube, die haben die meisten Spiele bestritten. Natürlich gehen wir jetzt erstmal ins Spiel. Weiß, Rot-Weiß gegen Blau. So, heute ist irgendein interessantes Spiel dabei. Ja, Galatasaray gegen Real Madrid und ich würde sagen Schalke gegen Tottenham. Nebenbei auch noch Atletico Madrid Neapel. Ist auch ein spannendes Spiel. So, dann gehen wir mal etwas ins Spiel rein. So. Lasogga. Ja, nee, machen wir nicht. Ich hasse diese Scheiße. Ja, guck, ich bin nicht an. Aktuell sind wir auf der 3 gelandet und müssen gegen Chelsea gewinnen. Die ich ja offline spiele, sprich, also ohne Aufnahme. Privat. Zimling. 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 Ich dachte, die wollten auf den aufpassen. Diekmeyer mit der Flanke, die kam gut. Da war aber keiner. So, Mata. Da fehlt ein Baumgartlinger, der sich aber die Kugel sofort zurückholt. Der hat natürlich die Ausdauer und die Schnelligkeit, die man braucht, um zwei, drei Spiele durchzumachen. Beziehungsweise, der ist jetzt wahrscheinlich nicht der Schnellste. Aber hat dafür eine Ausdauer wie sonst was. Und er kämpft sich da die Bälle, so wie hier. Aber dann verliert er die Oma. Hazard. Cole. Rooney, den sie ja gekauft haben. Warum auch immer. Was war das jetzt? Ein Foul von Chelsea. Auf jeden Fall habe ich das gesehen. Ne, habe ich nicht gesehen. Ich bin dann auch schon mal fairer Sportsmann und sagte mal, das war eine komplette Fehlentscheidung. Hat schon weiterlaufen lassen können. Mikel. Auf Juan Mata. Ja, Mainz muss man in diesem Spiel immer gewinnen. Mali. Auf Baumgartlinger, auf Parker, auf Lasogga. Der muss wieder nach hinten oben. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt mal Okazaki, der kommt da nicht ran gegen Azpilicueta. Kehl, der ist kopfballstark. Ramirez. Cole. Malia kämpft sich die Kugel. So, was macht er jetzt? Gegen beide gewinnt er und das Parker. Bongerlinger abgefälscht. Müsste Ecke geben. Gibt es auch. Mali. Mit der Ecke, die kommt gar nicht so gut, obwohl. Kann verschmerzen. Bongerlinger nochmal. Und es gibt keine Ecke. Da der Peter Schech gut aufgepasst hat. Und sich noch die Kugel vor der Seite aus. Vor der Linie da geholt hat. Ja, wohl im Abseits. Da muss ich nicht so gucken. Man könnte echt meinen, das wären
Niederländer. Bei der Frisur, bei der Haarfarbe. Aber ist tatsächlich ein Engländer. Ich nicht mitgedacht. Nein, natürlich habe ich das gedacht. Ich wusste es natürlich. Lasogga und Tschech. Und wieder mal zeigt sich meine wissenhafte Seite oder wie auch immer. Meine Seite, die ganz genau weiß, dass der Mali gute Flanken schlägt. Abseits. Schade. Ich glaube, Mali wäre da sogar durch gewesen. Cole mit einem weiten Ball, aber der kommt nicht mal wirklich an, obwohl ich glaube, das haben die geahnt, dass der den Ball so annehmen wird. Natürlich unfair zu wissen für die. So, Ramirez gegen Mali, der nimmt sich ein Bettenkornfeld. Nein. Diekmeyer. Zimling. Mali. Der verliert die Kugel. Der ist nicht so in Form, glaube ich. Schön gesehen vor Parker. Der nimmt den Okazaki mit und das Lasogga-Latte! Oh, Mann. Wie ärgerlich eigentlich. Wie ärgerlich ist sowas bitte? Moses. Plattnerz. Schlechter Pass. David Luiz. Juan Mata. Bin ja mal gespannt, wenn wir den dritten Platz kassieren habt. Was für eine Prämie wir kassieren, was wir mal 6 Spiele gemacht haben. So, Rüdiger. Fast Fehlpass da geholt. So, Baumgartlinger, der weiß nicht wohin mit dem Ball, weil der sofort attackiert wird wie sonst was. Wie Hulle. Wie Kell. Lässt sich da durch. Lasogga. Schicken wir von Zimling, aber der Parker, der ist nicht so schnell wie der Luis, der David, der bei einem V lacht. Der Mann, der am Boden liegen bleibt und lacht. Zimling. Fehlpass. Aber Baumgartlinger, der macht das, wie gesagt, so wie ich es mir von ihm erhoffe. Nur, das war nicht so toll. So, und die Blauen, die eine Welle produzieren hier. Mata gegen Rüdiger, der behält nicht die Nerven, aber der Ginter, der macht seine Sache umso besser. Parker. Auf Mali. Der wartet, bis der Diekmeyer mitläuft. Das macht er dann in dem Fall. So, der ist schnell. Flankt doch in die Mitte und da ist er sogar. Der kommt aber nicht ran. Schade. Nur so kann man irgendwie. Nur so kommt man gegen Chelsea klar. Und das war ein Foulspiel von den Mainzern, was ich überhaupt nicht so gesehen habe. Weil wir da eigentlich für den Ball erkämpft haben, meiner Meinung nach. Aber wenn sie das meinen, wenn sie das meinen, dann sollte es das gerne meinen. Oh, Ginter, riskante Sache. Rüdiger, der kommt schnell zurück. Gewusel in der Abwehr. Und Cole haut das Ding ins Aus. Oder rennt mit dem Ball ins Aus. Er will, glaube ich, mit dem Ball irgendwas Geheimes machen. Oh, schöner Ball auf Zimling. Zimling ist durch, aber weit unten. Oh, oben stand doch noch der Lasogga. Oben stand doch noch der Lasogga. Den hat er nicht gesehen. Okazaki mit der Flanke. Und das Parker! Und dort da drüber. Der kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Der haut den Ball da drüber. Mit so einer Chancenauswertung kannst du nicht gewinnen. Mit so einer Chancenauswertung kannst du nicht gewinnen. Baumgartlinger gibt sich die Kugel. Mali. Der lässt den Diekmeyer laufen. Der wiederum weiß ganz genau, wie er den Cole austricksen kann. Flanke und das Lasogga Latte. Mann. Mach das doch rein. Und es gibt 11 Meter und ich habe den Ball reingeschossen. Was ist das für ein Schiri? Das kann doch nicht wahr sein. So, Parker, der hat gerade das Tor gemacht, was abgepfiffen wurde. So, was macht der? Gegen Tschech. Und der macht den rein. Mainz führt
wahrscheinlich zur Halbzeitpause 1:0. Packer lässt die Mainz am Leben. Der hat eigentlich schon den Ball reingemacht vorher. Das hätte auch so schon gezählt, meiner Meinung nach. War ja eigentlich kein Foul. Hätte einfach weiterlaufen lassen, wir hatten ja den Ball. Ich meine ja nur, hätte er Vorteil haben können oder so. Für mich war da eigentlich kein Foul drin, ich habe da nichts gesehen. Auf jeden Fall, der Ball war drin und der Ball ist jetzt nochmal drin. 1:0 führen die Mainzer gegen Chelsea. Ach Mann. Was für Chancen wir da hergegeben haben. Da zum Beispiel, oder... Ja, gab schon wahrscheinlich bessere. Da zum Beispiel, an die Latte. Aber was für ein Gewusel war das bitte im Strafraum. Und Tottenham führt 2:1 gegen Schalke. Na egal, wir spielen einfach mal so weiter. Wir spielen gerade aktuell super. Wir können uns nicht darüber beklagen, dass wir so scheiße spielen. Wir spielen gut. Diekmeyer. Übrigens wären wir bei einer Niederlage raus. Das muss man mal so anmerken. Oder so gut wie raus. Weil ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass Paris gegen Kopenhagen gewinnen kann. So, Cole, der lässt da den Mali laufen, aber der kann sich da nicht durchsetzen. Was eine Bogenlampe von Tschech. Und kein Ballgewinn von Baumgartlinger. Zimling. Azpilicueta. Moses. Und Zimling hier steht perfekt bei diesem Schuss. Bei diesem Balleroberung. War kein Schuss. Rüdiger, sauber gemacht. Das haben wir da gerade schon im Hannover-Spiel gesehen. Ah, das war knapp. Dieser Ball von Parker. Ramirez. Cole. Der. Malik und Lasogga kämpft sich da die Kugel gegen den. So, Ramirez, der darf da oben nicht so laufen. Der hat da die freie Bahn da vorne. Oh, was macht ihr da, ihr Idioten? Baumgartlinger, der Mali da voll mitgenommen hat. Oh, schön gemacht auf Lasogga, der hat die Schussmöglichkeit drüber. Ärgerlich. Der wurde da auch noch gestört. Ja, der musste mit dem Außenriss schießen. Mit dem rechten Außenriss hat er geschossen. Ärgerlich, aber trotzdem. Mainz führt immer noch 1:0 und hat Chancen, auch noch diese Führung zu erhöhen. Ich meine, was hat Chelsea bisher gemacht? Boah, was macht ihr für individuelle Fehler da? Das kann doch nicht wahr sein. Mata. Wune. Der darf eigentlich auch nicht so alleine stehen und da macht er das 1:1. Das kann nicht wahr sein. Ja, irgendwann hört man gerade die Tore, die ich da einfach so hinzugefügt habe. 1:1. Wayne Rooney. Mein Gott. Das will ich mir gar nicht angucken. Und der individuelle Fehler bringt Mainz Chelsea den Ausgleich. Mali gegen Hazard. Setzt sich da wieder nicht durch. Wieder so eine Bogenlampe von Tschech. Wieder kann sich kein Meister den Ball erobern. So, Ramirez. Baumgartlinger, er kämpft sich die Kugel. Super gemacht. Und wieder so ein individueller Fehler fast. Wohin mit dem Ball, denken sich die meisten jetzt. Saa Okazaki. Plattenhardt. Schön gemacht. Lasogga. Ja, was macht der denn da, der Junge? Bei einer Niederlage kann alles aus sein. Wir wissen es ja nicht. So, Parker, der setzt sich da durch. Zieh ab! Tschech. Der rettet da nochmal. Ja, und dann wollte er den anderen da anspielen, der Parker. Mann. Was für eine Chance. Er war ja schon fast alleine durch. So, als Azpilicueta gegen Plattenhardt. Super gemacht von Plattenhardt. Ja, okay, jetzt fehlt er da hinten. Jetzt fehlt er da hinten. Rüdiger. Oh, da haben die sowas von leicht die Abwehr ausgespielt. Erstmal geklärt. Mainz hat jetzt, ist irgendwie am Schwimmen hinten.
Plattenarzt denkt sich, weg mit dem Ball, der kann doch nicht angehen so. Perfekt ins Aus, jetzt muss es erstmal Wechsel geben. Mann, 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 Mann. So. Mali raus. Mali raus, Yunus rein. Sogar raus, Şahin rein. Und dann versuchen irgendwie zu flanken und dann auf Şahin rein. Mal gucken, was der so bringt. Parker, 6 Saisontore insgesamt. 2 Wechsel gibt es. Azpilicueta. Auf Mata. Der gegen Baumgartlinger gewinnt. Hazard. Rooney. Hazard und Horn hält. Horn hält nochmal. So, Şahin. Super auf Parker. Der wird da gefoult. Gibt aber keinen Freistoß. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Das ist meistens so. Man wird gefoult und der Schiri, der pfeift einfach mal nicht. Man foult anders und dann ist es ein klares Foul und der Schiri pfeift. Das ist so normal. Ich kann mich aber nicht beschweren jetzt. Şahin! Boah, der wäre fast. Der wäre durch gewesen. Der wäre mit dem Ball durch gewesen. So. Baumgartlinger. Zimling, der da den Ball irgendwie komisch da gewinnt. So, Şahin. Der ist nicht schnell. Das weiß ich selber auch. Aber der Mann ist schnell, ja Mann. Wollte ich gerade zeigen. Dass der Yunus schnell ist. Das war ein Foul. Endlich pfeift er mal. Endlich hat er mal gezogen da. Und dann wird dort gepfiffen. So, Yunus, der ist schnell. Aber Hazard auch. Diekmeyer. Oben auf Yunus. Der kann einfach mal draufhalten. Der Ball ist immer noch da hinten. Diekmeyer, der fehlt mittlerweile da hinten. So brenzlig ist das da. Die wollen gewinnen, die Mainzer, das ist klar. Die müssten sogar gewinnen, vielleicht. Verlieren dürfen sie keineswegs. Dann werden sie erstmal raus aus diesem Geschäft. So, Zimling. Schöne Drehung. Oh, dann braucht er zu lange beim Abspiel. Zimling ist schon weit vorne. Merkt man. Zimling, der rennt gerade viel. So, Şahin. Şahin! De Bruyne. Der kommt nicht dran. Diekmeyer, der kann gute Flanken schlagen. Komm. Eine geht noch. Da ist Şahin! Oder Schech. Aber abseits. 2. Ne, 1 Minute noch plus X. 1 Minute noch plus X. Parker. Parker. Ich weiß nicht, ob man noch bei einem Unentschieden weiterkommen kann in der Champions League. Das wäre echt mal eine Frage. Das wäre echt gut zu wissen. Obwohl, wenn. Ne, ich glaube nicht. Oh, Okazaki, der kriegt die Kugel nicht. So, Baumgartlinger. Ja, das war's. Einmal rausschlagen und dann war's das. Und das war's. Das war's normalerweise. So, Horn, nimm die Kugel an und hau das Ding weg. Das war's dann. 1-1. Chelsea und Mainz. Das ist wieder das Hinspielergebnis. Wieder hat Mainz geführt und wieder kann Chelsea ausgleichen. Ja, das will ich mir dieses Mal nicht angucken. Paris gewinnt 3-0. So. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Wir müssen das jetzt ausrechnen. Wir spielen im nächsten Champions League-Spiel gegen Kopenhagen. Ich muss jetzt erstmal die Tabelle finden. Gruppe E war das. So. Gegen Kopenhagen. Wenn Paris gegen Chelsea gewinnt und wir gegen Kopenhagen gewinnen, sind wir weiter. Wenn nicht, wenn nicht, wenn wir auch, ja, wenn Chelsea Punkt holt, allein das schon reicht für die, um weiterzukommen. Dann wären wir zwar in der Euroleague, aber dann haben wir unser Ziel immer noch weiter vor Augen. So schlimm wäre das jetzt nicht. Und mal gucken, wie das so weitergeht. Als nächstes spielen wir auf jeden Fall gegen Dortmund, gegen den Drittplatzierten. Dann müssen wir eigentlich gewinnen. So, Pressekonferenz und eine Nachricht vom Spieler. So, was machen wir denn da? Wir verunsichern mal Dortmund.
was die kommende Partie angeht. Momentan habe ich viel Spaß auf Fußball, gut gespielt. Bisschen unbeunruhigt, dass ich nicht in der Stadt stehen. Da. Koch möchte spielen. Ich glaube, der bekommt seine Chance. Aber das werden wir alles erst in der nächsten Folge erfahren. Haut rein. Ciao.